Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Handy-Version. In der letzten Folge haben wir Abstract Alias gezüchtet. Der kleine Bub sollte eigentlich etwas anderes werden. Er ist aber trotzdem mega, mega knuffig. Ihr meintet alle, wir sollen ihn auf jeden Fall nochmal züchten. Der kleine Mann ist Stufe 4 und hat Werte von 50, 51 und 50. Jetzt hätte ich es beinahe nicht rausbekommen, Leute. Er läuft 1600 Meter fest und hinten, was krass ist, denn seine Mama hat ja perfekte Werte und läuft tatsächlich vorne. Ich mag nicht so gerne vorne Pferde, ich liebe aber hinten Pferde. Und er ist richtig toll. Ihr seht, ich habe den maximalen Bonus für ihn rausgeholt. Und mit ein bisschen Glück könnte er tatsächlich unser neues Stufe 4 Pferd werden und unseren Wizards Legacy ersetzen. Es klingt ein bisschen böse. Ich finde auch Wizards Legacy wunderschön. Er ist ja ein Champagne Rabicano, was mir mega gut gefällt. Aber am Ende des Tages schafft er es nicht, sich durchzusetzen gegen die richtig harte Konkurrenz. Und er könnte tatsächlich derjenige sein, der das schaffen wird, Leute. Glaubt mir, ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich habe mich dazu entschlossen, River's Breath zu verkaufen. Ganz einfach, weil sein Vater... Moment, ich zeige euch ganz kurz. Er ist Accurate Angel. Und bevor ich mit River's Breath decke, würde ich immer als allererstes mit Accurate Angel decken. Accurate Angel ist mein Kaufhengst. Falls ihr es nicht wusstet, den habe ich für echtes Geld gekauft. Und ich habe River's Breath... Ich bin mit ihm relativ viele Rennen gegangen. Mittlerweile habe ich aber ja Rival Record, mit dem ich gefühlt alle Rennen gehe, die es gibt und die gehen. Und deswegen nutze ich ihn absolut nicht mehr. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, dass er heute gehen muss. Ich möchte noch mehrere Pferde verkaufen, aber er ist eben der Erste. Dadurch, dass ich ihn schon ein bisschen trainiert habe, bekommen wir 21.000 Silber zurück. Tschüss, du kleiner Bub. Mega, mega schade, Leute, weil er hat einfach so eine unfassbar tolle Farbe. Nachdem wir uns jetzt von unserem River's Breath getrennt haben, was ich immer noch echt schlimm finde, können wir Abstract Alias natürlich abholen. Da ist er! Oh mein Gott! Mega, mega schöne Farbe. Die gleiche Farbe wie Destiny? Heißt die Destiny? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, Leute. Mega, mega schöne Farbe. You don't love me! Dadurch, dass unsere Fullbox Stufe 16 immer noch fast 10 Stunden braucht, Leute, fast 10 Stunden, können wir im Moment noch nicht probieren, ein Stufe 8 Pferd zu bekommen. Das können wir dann erst am Dienstag versuchen, beziehungsweise wahrscheinlich werden wir es so machen, dass wir am Dienstag nochmal ein Stufe 5 Pferd oder so züchten werden, dann quasi schon das anschmeißen und dann Donnerstag in der nächsten Folge werden wir dann die Stufe 7 oder 8 Pferd, was auch immer rauskommt, abholen. Heute sind wir hier in der Pferdebox Stufe 10 und züchten, Moment, Abstract Alias. Denn der kleine Bub hat richtig coole Werte, Leute. Ich kann ihn jetzt auch endlich anfangen zu trainieren. Und ihr hattet euch alle oder zumindest fast alle gewünscht. Manche hatten sich Raindrops Blossom gewünscht und ich frage mich, warum? Leute, warum? Sie hat... Ich finde gar keine Worte, Leute. Nein, wir decken nicht mit Raindrops Blossom. Jetzt glaube ich, jetzt bin ich falsch rumgewickelt, oder? Ich glaube schon, Leute. Ihr wolltet alle, dass wir es mit Truth Candy probieren. Truth Candy ist ja automatisch die Mama von Abstract Alias und sie hat perfekte Werte. Er hat fast perfekte Werte. Das Problem an Truth Candy ist, sie läuft gerne vorne und hat nur 1200 Meter Distanz. Ich bin so unfassbar gespannt, was bei den beiden rauskommt. Wir werden Abstract Alias auf jeden Fall behalten. Was ich gerne machen würde, ist, ich würde gerne unseren anderen Hengst nochmal gerne decken. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, der Braune, den habe ich ja im Moment noch. Den würde ich beim nächsten Mal gerne nochmal hernehmen und mit dem auch nochmal decken. Mal gucken, ob das irgendwie in irgendeiner Form funktionieren kann. Und aber Abstract Alias habe ich nicht vor zu verkaufen, denn er ist einfach nur wunderschön, Leute. Wir züchten, das Ganze dauert 1 Stunde 34 Minuten. Let's go! Und dann ist es soweit, Leute. Das Fohlen ist geboren. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ein Splash mit Badger, Stufe 4. Okay, mit 49, 50, 48. Das ist nicht euer Ernst, oder? Unser erster Splash, seitdem wir nicht mehr im Star Club sind.
Was sollen wir machen, Leute? Was sollen wir machen? Sollen wir diese kleine Maus nochmal mit Abstract decken? Ich hätte gesagt, das liegt jetzt daran, was sie für Vorlieben hat. Denn die Vorlieben sind jetzt entscheidend, Leute. Ist sie vorne, Mitte oder hinten? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare, was meint ihr? Vorne, Mitte, hinten? Mir ist bewusst, dass sie nicht das schöne Braun ist, Leute. Aber das ist nicht so tragisch, denn sie ist ein Splash mit Badger Face. Und ihr wisst, beides finde ich richtig, richtig gut. Wir nennen die kleine Maus Morning's Moon, weil nach, weiß ich nicht, 30 Mal zufälligen Geschaffel hier nichts anderes rauskam wie Morning's Moon. Es ist eine Alliteration, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Wir bestätigen das Ganze und ich bin jetzt einfach so unfassbar gespannt, Leute, was sie für Vorlieben hat, denn ach, ich liebe einfach Splash, Leute, ich lieb's. Sie hat 1600 Meter hart und hinten. Ja, das gibt es nicht, Leute. Wie cool ist das denn? Ich meine, ihre Werte sind definitiv nicht perfekt. Aber dafür sind es ihre Vorlieben, Leute. 1600 Meter hart und hinten, ihr wisst Bescheid. 1600 und 1800 Meter hart und hinten ist mein absoluter Favorit. Das sind meine Favoritenvorlieben, Leute. Also 1600 und 1800 Meter hart und hinten. Als ob, Leute, das war so cool. Oh mein Gott, als ob da einfach jetzt ein Hintenpferd rauskam mit Splash und mit einem Badgerface. Ich kann es tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht fassen. Was machen wir jetzt? Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir müssen natürlich wieder Pferde hergeben, bevor wir die kleine Maus abholen können. Wir könnten ihre Oma hergeben. Die ist ja auch vorne. Wir könnten außerdem auch ihre Mama hergeben, denn sie hat ja quasi auch die Werte ihrer Mama im Stammbaum. Somit hätten wir wieder zwei freie Plätze. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir machen sollen, denn da brauche ich definitiv, Leute, eure Hilfe. Als letztes gehen wir natürlich noch ein Live-Event und dieses Mal gibt es wieder Gold und Pferde. Ihr könnt es gerade nicht sehen, weil ich bin schon relativ fleißig gewesen, Leute. Hier bin ich mit Eclipse Coffee instant auf den ersten Platz gerannt. Heute Morgen war das. Mittlerweile sind wir Platz 2, obwohl es kein perfektes Rennen war für uns beide. Hier sind wir mit Brass Battle gelaufen. Der hatte nur leider keine richtige Fähigkeit, deswegen sind wir nur auf Platz 22. Hier sind wir noch nicht gegangen, das machen wir jetzt gleich zusammen, Leute. Dann bekommen wir diesen wunderschönen Epi und auf Stufe 8 bin ich tatsächlich mit meinem nicht mal ausgelevelten, nicht mal annähernd ausgelevelten Rival Record gegangen und war Platz 6 zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen hatte. Mittlerweile sind wir Platz 26, was immer noch mega krass ist, Leute, weil er ist nicht mal austrainiert und nur Stufe 8. Richtig heftig. Aber wir kümmern uns jetzt um Iridescent Angel und die Stufe 7. Leider Gottes hat sich hier eine rote Vorliebe und auch noch nur eine bronzene Fähigkeit. Ich glaube, wir werden absolut nichts reißen. Nichtsdestotrotz, Leute, let's go! They're ready to go at Harm Coast. All eyes will be on the favorite. Secretary's sniffing. Iridescent Angel, not in with much of a chance. Okay, er sagt, wir haben absolut keine Chance. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Okay, auf das Pferd müssen wir wahrscheinlich verzichten, denn mit einer roten Vorliebe wird es ganz, ganz problematisch. Wir sind hier auch richtig schlecht gestartet. Wir haben es nicht geschafft, vorzuziehen. Die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist kurz zu sprinten und dann rüberzuziehen, denn ansonsten haben wir gar keine Chance mehr. Wir müssen gucken, dass wir hier einen guten Jockey abgeben. Denn das ist jetzt das absolut Entscheidende, dass wir hier gut durchkommen. Ich befürchte, dass es nichts wird, denn ich glaube, nur die ersten 5 bekommen das Pferd. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen. Wir haben nur gefühlt aber jedes Mal Pech mit der Vorliebe. Und deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Ich glaube tatsächlich, dass ihre Fähigkeit, will ich immer sagen, dass ihre Vorliebe schwierig ist. Ich glaube, sehr weich hat sie. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, denn somit ist nur ein einziges Grau und ein einziges Grün. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schade. Aber it is what it is, Leute. Wir können es nicht ändern. Sie hat die Vorlieben, die sie hat. Und wir können nur das Beste draus machen. Ich liebe sie trotzdem. Sie ist wunderschön. Und es sieht gut aus. Also ich glaube, wir können noch... Wir müssen rennen. Es hilft alles nichts.
Es war jetzt richtig, richtig schlecht, Leute, dass wir nicht eher losgerannt sind. Wir hätten, glaube ich, noch eine Sekunde oder so. Nee, glaube ich. Ja, nee. Ich dachte, wir können noch eine Sekunde eher laufen. War aber definitiv nicht der Fall. War trotzdem, Leute, ein gutes Rennen. Wir sind Siebter. Es ist so traurig, Leute. Siebter ist einfach eine traurige Geschichte. Wisst ihr, wenn man dann so zu 15. ist oder so, denkt man sich, ja, okay, ist halt dumm gelaufen. Aber hier ist es einfach so fies, Leute. Zwei Plätze trennen uns von unserem Pferd. Dann, ich habe gesagt, war es das mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing auf dem Handy. Wir haben tatsächlich Morning Smoon gezüchtet. Sie ist so, so süß. Ein Splashed White. Wir haben schon so lange keinen Splashed White mehr gezüchtet. Ich kann es nicht fassen. Sie ist mega zuckersüß. Schade, dass sie nicht Bestwerte hat. Da wäre ich, glaube ich, komplett ausgerastet. Aber vergesst mir nicht, in die Kommentare zu schreiben, was sie mit ihr machen. Sollen wir sie mit ihrem Papa decken? Ich hätte gesagt, ja. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee. Das können wir dann nächste Folge machen. Und für die übernächste Folge hätten wir dann, wie gesagt, ein Stufe 8 oder 7 Pferd am Start. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Denkt gerne an den Like, an den Kommentar und das kostenlose Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!